Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Summoner's War Let's Play oder How to oder ich weiß noch nicht ganz, wo die Folge hingehen soll. Ich habe mir noch kein genaues Skript gemacht. Ich will eigentlich nur erstmal euch zeigen, dass ich das Spiel besitze, dass ich es spiele und wie ihr am Anfang vorwärts kommt. Also vermutlich wird es so eine Art Mini-Einsteiger-Guide. Also, ich bin relativ im Verhältnis. Also, erstmal zu diesem Spiel. Es ist ein Handyspiel oder Tablet-Spiel, das darauf ausgelegt ist, meiner Meinung nach, langfristig gespielt zu werden. Also, es ist nicht so ein mal zwischendurch so Gelegenheitsding, sondern es ist halt echt ein richtiges Vollzeitspiel, weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also man muss relativ viel Zeit investieren und man muss es auch auf lange Sicht spielen. Also man kann jetzt nicht mal einen Monat dieses Spiel spielen und dann ist man hier Max, alles Max und alles super. Worum geht es hier überhaupt? Es geht darum, solche sogenannte also Monster zu sammeln, steht ja hier oben auch, ne? Jedes Monster hat verschiedene Eigenschaften, verschiedene Fähigkeiten und man kann dann gegeneinander kämpfen, man hat auch PvE-Content, jeder PvE-Content ist anders, hat andere Herausforderungen, sodass man da andere Monster in verschiedenen Kombinationen benutzen muss, also man greift immer mit einer Gruppe von Monstern an. Ja, wenn ihr das Spiel jetzt installiert habt und wollt jetzt damit anfangen, dann braucht ihr eigentlich, es ist das Wichtigste, was ihr machen solltet, hier, das Tutorial, nach dem Tutorial das Szenario spielen. Also spielt dieses Szenario, spielt die ganzen Level, sucht euch Freunde, starke Freunde, die mit deren Monster ihr auch benutzen könnt hier in dem Spiel. Es hat so einen sozialen Aspekt, es gibt auch Gilden und so weiter. Bis ihr alle diese Regionen hier abgeschlossen habt. Also das hier nicht, das ist für die Gilden. Das kriegt ihr auch erst später freigeschaltet. Also es fängt hier mit an und geht hier weiter und so weiter. Das wird aber alles der Reihe nach freigeschaltet und ihr seht das der Reihe nach. Man macht das, es gibt immer drei Schwierigkeitsstufen, normal, hard, hell. Wenn ihr es normal abschließt, habt ihr einen Stern, hard 2, hell 3. Okay. Angenommen, ihr seid jetzt schon so weit und fragt euch, ja, auf welche Monster soll ich mich jetzt konzentrieren am Anfang, damit ich möglichst schnell vorwärts komme. Das Wichtigste an diesen Monstern ist nicht, dass die nicht, dass sie 6 Sterne haben und Level 40 sind, sondern dass sie gute Runen haben. Mit diesen Runen verbessert ihr die Monster. Also ihr seht, da bekommt man halt verschiedene Zusatzstats. Also diese Rune hier ist zum Beispiel für meinen Bereich des Spiels Mittel. Ja, also mir geht es hauptsächlich um diesen Hauptstat. Das ist ganz nett, das ist auch ganz nett. Das hier ist eigentlich, diese drei sind eigentlich in dem Fall relativ sinnlos. Aber egal, dazu kommen wir später. Mit diesen Runen macht ihr die Monster stärker. Also ihr könnt hier mit diesen Runen dann auch noch so Set-Effekte, also wenn ihr 4 Runen vom Fatal-Set ausrüstet, bekommt ihr 35% auf eure Attacke, also auf euren Angriff-Bonus, bei der Klinge ist es die kritische Rate und so weiter und so fort. So, welche Monster solltet ihr am Anfang machen? Da es euer Ziel ist, erstmal gute Runen zu bekommen. Müsst ihr, nachdem, wie gesagt, ihr habt ja das Szenario alles schon gemacht, müsst ihr hier Festung der Riesen schaffen. Und zwar am besten dieses UG10. So, auch ich bin noch nicht im UG10, ich bin relativ auch ein Anfänger in dem Spiel, deswegen habe ich mir gedacht, hole ich euch einfach mit ins Boot und wir erforschen oder wir erkunden das Spiel gemeinsam weiter. Also Ziel ist es dieses UG10, das Untergeschoss 10, im Englischen B10, also wie nennen die das? Giants B10, Riesen, also B ist für, ich glaube, Below oder so. Ja, auf jeden Fall auch Untergeschoss, ne? Das geht hier bei der 1 los
2, 3, 4 und so weiter. Immer wenn ihr eins geschafft habt, könnt ihr ins nächste. Ihr könnt euch aber schon mal drauf gefasst machen, dass ihr zum Beispiel UG6, UG7, UG8, das sind so die Bereiche, wo ihr dann bestimmt 3-4 Wochen immer nur auf diese Stage farmt, bis ihr die Runen habt, die nächste Stage zu machen. Weil es ist auch hier so aufgebaut, ihr farmt quasi eine dieser Stufen so lange, bis die Runen, die ihr habt, auf eurem ganzen Team ein bestimmtes Level erreichen, bestimmte Stärke erreichen, dann kommt ihr immer weiter. Okay. UG10 ist euer Ziel und um da vorwärts zu kommen, gibt es eigentlich so ein Standardteam, was man sich erfarmen kann. Erfarmen heißt, man braucht kein Geld investieren, man braucht kein Glück, sondern man muss einfach nur Zeit man kann es schon fast Arbeit nennen, da reinstecken. Und das Team besteht, ich kann es euch ja direkt dort zeigen. Ich drücke immer das Gleiche, ich will aber hier hin. Ich kann es euch direkt mal hier am UG8 zeigen, denn das schaffe ich jetzt eigentlich schon. So, das ist das Team. Das Team besteht zum Farmen für diesen Dungeon hier aus 5 Monstern. Und das ist Veromos. Ich mache das mal auf Auto, dann geht das, kämpfen die automatisch. Bernard heißt dieser Greif, Shannon, Belladion und Darien. Darien, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich überlege, Darien zu ersetzen, dazu aber gleich mehr. Und die sind hier im Prinzip auch schon so fast in der Reihenfolge der Priorität drin. Naja, nicht ganz. Also euer wichtigstes Monster ist Veromos. Dazu kommen wir gleich. Dann Belladion, Bernard, Shannon und zuletzt Darien. Das ist so die Reihenfolge, wie ihr die kriegen müsst. Oder wie wichtig die sind. Kriegen werdet ihr wahrscheinlich Shannon als erstes, Bernard als zweites, Belladion als drittes, Veromos als viertes und irgendwann zwischendrin, während ihr Belladion wollt, wird automatisch Darien kommen. Warum? Kommen wir auch noch dazu. So, die kämpfen sich jetzt hier ihren Weg durch. Es gibt 5 Stages. Auf Stage 3 ist immer so ein kleiner Miniboss. Wenn ihr das auf Auto gestellt habt, also hier auf Play gedrückt habt, könnt ihr immer die Monster trotzdem anklicken. Dann haben die so einen roten Kreis, dann fokussieren die ihren Angriff auf dieses Monster, wo ihr draufklickt. Und hier in dieser Stage ist es so, wenn das mittlere Monster, der Miniboss, stirbt, ist die Stage geschafft. Dann müsst ihr die außen die beiden nicht noch töten. Okay, also warum dieses Team... Das ist ganz einfach. Veromos, wenn ihr das Spiel lang genug spielt, dass ihr Veromos habt, werdet ihr wissen, warum ihr den braucht. Der hat eine Fähigkeit, immer wenn er dran ist, werden hier so schädliche Effekte, die werden hier rot dargestellt, von allen einer entfernt und ganz leicht die Gruppe auch ein bisschen geheilt. Das ist aber irrelevant. Also das Entfernen ist wichtig. Außerdem kann er mit einem AOE stunnen. Also kann, je nachdem wie gut das der Skill halt ist und wie eure Runen sind. Und macht relativ viel Schaden. Ah, sorry. Eigentlich hatte ich das ausgeschaltet, dass das kommt. Naja. So, was wollte ich sagen? Genau. Veromos, ganz wichtig. Zweitwichtigste ist Belladion, das ist euer Heiler. Ich mache ja mal eine Pause. Zack. Zack. Zack, hier. Mit diesem Skill mobilisieren kann Belladion die komplette Gruppe heilen. Habt ihr das gesehen? Dazu ist dieser Skill, ist Belladion da zum Heilen. Macht auch ein bisschen Schaden und macht auch einen Defense Break auf den Gegner, aber hauptsächlich zum Heilen. Shannon bufft euch, also die gibt euch Angriffskraft und mehr Verteidigung für 3 Runden. Und Bernard ist dafür da, eure Gruppe schneller zu machen. Der erhöht das Angriffstempo. Angriffstempo ist insofern wichtig, dieser blaue Balken zeigt immer an, wann ihr dran seid. Und der füllt sich einfach viel schneller, wenn euer Angriffstempo höher ist. Und Bernard macht den blauen Balken höher und erhöht das Angriffstempo. Also das ist eine ganz wichtige Einheit. Jetzt habt ihr gesehen, Darien ist gestorben, weil den habe ich auch sehr schlecht geruhnt. Oh, jetzt muss ich, glaube ich, mal Pause machen, manuell weiter. Zuerst mal heilen. Und dann, Belladion ist jetzt zweimal dran. Das liegt daran, dass der Runen hat, dass der unter Umständen mit etwas Glück mehrmals dran sein kann. Warum kommt das denn? Ich habe das doch ausgeschaltet. Jetzt gibt es doch gar nicht. So, hat auch noch einen Strip-Effekt. Strip heißt, man kann positive Effekte vom Gegner wegmachen. Kann, weil es wieder ein bisschen glücksabhängig ist.
zack, habt ihr gesehen, den Angriffsbuff vom Gegner weggemacht. So, Bernard, zack. Und dann, glaube ich, können wir erstmal wieder Auto machen. Wichtig war jetzt das Heilen und das Strippen des Angriffsbuffs, weil dann macht der Boss macht so viel Schaden, das halten meine halt nicht lange aus. Und was Verumus noch kann, ist hier sogenannte Dots drauf machen. So ein Dot macht halt 5% Schaden jedes Mal, wenn der Gegner dran ist. Und wenn der mehrere Dots hat, macht das halt jetzt 10%, 15% und so weiter. Er macht richtig Schaden mit der Zeit. Je öfter Verumus dran ist, desto mehr Dots kann der auf den Gegner machen. Wenn der Gegner dran ist und hat meine 5 Dots drauf, kriegt er halt 25% seiner HP runtergezogen. Egal wie viel HP der hat, 25% weg. Also Verumus ganz wichtig. So. Die Rune ist nicht so besonders gut. Ich behalte sie trotzdem, weil ich bin, wie gesagt, noch in einem Stand des Spiels, wo ich ein bisschen Flexibilität brauche und manchmal auch Runen zum Füllen und so weiter. Okay. Also das dazu. Ihr seht, Festung, Riesen, UG8 schaffe ich auf manchmal auf Auto, manchmal muss ich noch eingreifen. Das wird sich aber noch verbessern. Okay. Also dafür wollt ihr das Team haben. Das Team Verumus. Verumus, Bernard, Belladion, Shannon und gegebenenfalls Darien. Warum Shannon auf Level 25 ist, das liegt daran, ich habe sie erst vor kurzem auf 5 Sterne hochgemacht. Und jedes Mal, wenn man so einen Stern dazu bekommt, erhöhen sich hier die Grundwerte. Man muss aber den Charakter wieder von Level 0 auf das dementsprechende Maximallevel leveln. Also ihr seht, wenn die 4 Sterne haben, können die maximal Level 30 sein. Wenn die 5 Sterne haben, 35. Und wenn die Maximalzahl von 6 Sternen erreichen, können die das maximal Level 40 erreichen. Das mit denen, wie man mehr Sterne kriegt und so weiter, das machen wir auch in einer späteren Folge. Gut, also zusammenfassen. Erstmal Szenario. Freunde holen. Und auf dieses Team fokussieren. Warum ist das Team farmbar, beziehungsweise wie kriege ich dieses Team? Für Shannon und... Ja, für Shannon gilt, wie auch für die anderen, aber für sie ist es am einfachsten aus ganz normalen Billigrollen. Okay, das machen wir gleich. Und zwar die normalen Rollen sind diese hier, unbekannte Schriftrolle. Die könnt ihr hier öffnen, zack, beschwören. Und dann kommt hier, kriegt ihr hier Monster. So, und da kommt ganz oft hier die Shannon. Oder, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und habt das Gebäude freigeschaltet, das ist der magische Laden, heißt das. Magische Laden. Hier kann man die auch oft ganz oft kaufen. Seht ihr, ja, sind hier verschiedene Monster drin. Da ist oft die Shannon auch dabei. Kauft die, wenn die hier drin ist. So, es ist gerade so ein Event, da braucht man relativ viele 2-Sterne-Monster. Deswegen hole ich mir die billigen. Die mit gelben Sternen sind ein bisschen teurer, deswegen hole ich die nicht. So, genau, so bekommt ihr Shannon. Dann gibt es Darien und Belladion. Darien und Belladion bekommt ihr aus diesen Hallen der Elemente. Also es gibt die Halle der Magie, die ist jeden Tag. Und Halle der Elemente, da gibt es eine Halle der Dunkelheit, eine des Lichts, eine von Feuer, eine Wasser, eine Wind. Jeden Tag eine andere. Und sonntags ist die des Lichts. Und Darien und Belladion sind Lichtmonster. Das heißt, ihr müsst sonntags einfach die Halle des Lichts ganz oft machen, egal in welcher Stufe ihr die macht. Und dann kann so ein geheimer Dungeon aufgehen. Der ist jetzt hier bei mir leer, ist keiner offen, aber das kommt dann zufällig. Und da kann Belladion oder Darien drin sein. Was auch geht, ist, wenn ihr Freunde habt, deswegen sage ich Freunde machen, werden die diesen Dungeon machen, und die kriegen den Geheimdungeon von Belladion oder Darien, dann könnt ihr den auch betreten. Also wenn einer eurer Freunde den zufällig findet, erscheint er hier auch in der Liste. Und was ganz oft gemacht wird, im Chat wird gefragt, hier, ich suche den und den Dungeon. Also hier, ihr seht schon, hier Belladion wurde hier auch zu 6 Sterne gemacht, weil das halt einfach ein sehr gutes Monster ist. Genau. Also so kriegt ihr Darien und Belladion. Und Bernard ist noch einfacher zu bekommen, in Anführungsstrichen. Ihr braucht keinen irgendwelchen geheimen Dungeon oder Glück haben mit einer Rolle oder so, sondern ihr müsst einfach die Wüste Tamor machen. Der leichteste Stufe ist Stufe 3. Die Chance steigt mit dem Schwierigkeitsgrad, aber auch auf Normal bekommt man hin und wieder mal einen Bernard.
Ich habe noch nicht so oft bekommen auf dem Account, aber macht die Stufe 3 einfach so lange, bis ihr Banner habt. Den Windgreif. Ihr seht das auch hier bei den Drop-Info. Hier, Greif. Genau. Einfach so lange machen, bis ihr den habt. Immer wieder, immer wieder. Und dann fehlt euch nur noch Veromoss. Solange ihr Veromoss nicht habt, könnt ihr den durch ein anderes 2-Sterne-Monster ersetzen. Und zwar hier Konamiya. Das Konamiya hat auch die Möglichkeit, schädliche Effekte von eurer ganzen Gruppe mit einmal zu entfernen. Das ist aber halt eine Fähigkeit. Ihr entfernt alle schädlichen Effekte und heilt ein bisschen. Das heißt, ihr könnt diese Fähigkeit sogar nur alle 3 Runden benutzen. Wenn ihr die Skills hochgelevelt habt, was wir in einem anderen Video besprechen, beziehungsweise was ihr relativ schnell merken werdet, wie es geht. Also man kann in so ein Monster ein anderes rein verfüttern und dann steigen diese Skills. Okay, also Konamiya so lange benutzen, bis ihr Veromoss habt. Okay, wie kriegt ihr Veromoss? Veromoss könnt ihr fusionieren. Gibt es hier so ein Gebäude, geht ihr auf Fusion. Das schaltet ihr alles automatisch frei, wenn ihr die ganzen Quests, die ihr bekommt, macht. Und dann ist der dunkle Ifrit Veromoss ist hier. Und dann seht ihr, da braucht man diese 4 Monster. Und wie kriegt man die? Die kann man auch fusionieren, also zum Beispiel die Undine. Hier, zack, dann braucht man die 4 Monster. Für eine komplette Übersicht könnt ihr hier auf Fusionsinfo drücken. Drückt ihr auf den dunklen Ifrit, also auf Vero. Und dann seht ihr, aha, die 4 Monster braucht ihr. Und um die 3 zu bekommen, müsst ihr jeweils diese 4 haben. Ich sag euch jetzt schon, ich habe insgesamt, ich glaube, 6 oder 8 Wochen gebraucht, bis ich alle Monster zusammen hatte, die alle hochgelevelt habe, die dann fusioniert habe, die dann wieder hochgelevelt habe und die dann fusioniert habe. Und zusätzlich muss man die, wenn man die bekommt, die Monster, bekommt man die immer mit diesen gelben Sternen, nicht mit diesen lila Sternen. Und damit die diese lila Sterne bekommen, müsst ihr die noch erwecken. Und zwar ist das, jedes Monster kann halt erweckt werden, dadurch wird es halt stärker. Ich zeige euch das mal bei einem, was noch nicht erweckt ist. Seht ihr, wenn ihr die erweckt, sieht die anders aus. In dem Fall erhöht sich die Genauigkeit, die Grundwerte erhöhen sich auch und wird ein besonderes Monster, sieht also anders aus. Und dazu braucht ihr hier so Rohstoffe. Und diese Rohstoffe bekommt ihr auch in diesen Dungeons der Elemente, in diesen Hallen der Elemente, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo es jeden Tag ein anderes gibt und wo diese, also zum Beispiel am Tag des Feuers, müsst ihr halt dann den Feuer-Dungeon machen, dann bekommt ihr diese Feuerdinger. Und an den Tagen, wo halt keiner ist, weil es sind ja Feuer, Dunkel, Wind, Wasser, Wind, Wasser, Licht, Dunkel, Feuer, Wind, Wasser, 5. Und wir haben ja 7 Tage der Woche, das heißt an 2 Tagen, nämlich Freitag und Samstag, ist kein Element offen. Da farmt dann einfach die Magie-Essenzen. Okay, also ihr müsst quasi die ganzen Monster, die ihr hier braucht, zusammensammeln. Die gibt's fast alle in solchen geheimen Dungeons. Das ist ein geheimer Dungeon. Kriegt ihr aber auch relativ oft aus Rollen. Das ist ein geheimer Dungeon. Das bekommt man relativ schnell. Das bekommt man einfach. Die bekommt man einfach. Den bekommt man einfach. Das ist ein geheimer Dungeon. Das ist ein geheimer Dungeon. Die bekommt man einfach. Das ist, glaube ich, auch ein geheimer Dungeon. Auch. Und das ist im Szenario. Den Eisen, den bekommt man im Szenario. Okay. Also, ihr sammelt halt diese 4 Dinger, levelt die auf Level 30, erweckt die, fusioniert die 4 zu der, dann ist die hier 4 Sterne, dann müsst ihr die erwecken, müsst die leveln, müsst die auf 5 Sterne machen, müsst die nochmal leveln, das macht ihr für die alle 3 und dann fehlt euch nur noch der, den gibt es montags, den müsst ihr auch erwecken, leveln, Sterne, Sterne, leveln. Und dann habt ihr die 4 und dann könnt ihr Veromoss fusionieren. Wie gesagt, ich habe 8 Wochen, glaube ich, gebraucht für Veromoss. Und ich sage euch, das war ein hartes Stück Arbeit. Aber es lohnt sich so richtig. Also, so, als ich Veromoss bekommen habe, hat sich dieses komplette Spiel für mich verändert. Und es ist nochmal einen Ticken geiler geworden. Und ich bin richtig großen Schritt vorwärts gekommen. Also macht das. Okay, ich würde sagen, an der Stelle erstmal genug Einstiegsgeschwafel. Ich werde dann demnächst ein weiteres Video machen, in dem ich euch noch ein paar Sachen erkläre oder zeige zu dem Spiel hier.
Aber das soll es jetzt erstmal als fürs erste Video dieser Reihe gewesen sein. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.